Ich habe spontan eine neue Minecraft-Game-Show veranstaltet. Und die Teilnehmer wussten gar nichts davon. Hä? Was ist denn jetzt los? Was? Sehr wichtig, diese Game-Show hat ein besonderes Prinzip. Ich stelle einem Kandidaten eine Frage. Stegi, wie viel Eisen kannst du in 2 Minuten sammeln? 10. Nachdem nun der Kandidat seine Antwort gegeben hat, kann der andere Teilnehmer entweder erhöhen oder verlangen, dass es bewiesen werden soll. Ich schaff 11. Es wurde wieder erhöht, so hat Stegi nun die Auswahl. Er kann wieder erhöhen oder kann sagen, der andere Teilnehmer soll das Ganze beweisen. Sollte es Heiko nun schaffen, 11 Eisen in 2 Minuten zu sammeln, bekommt er einen Punkt. Wenn er es nicht schafft, bekommt Stegi den Punkt. Es gewinnt als erstes die Person, welche 8 Punkte hat. Glaubt mir, dieses heutige Video wird ultimativ spannend. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, um zu sehen, wer gewonnen hat. Lasst unbedingt einen Like da und schreibt in die Kommentare, wenn ihr das vielleicht noch mit anderen 2 Personen sehen wollt. Schreibt doch gerne direkt dazu, wen ihr sehen wollt. Viel Spaß mit diesem Video. Freue mich und ich glaube, dass wir eine Menge Spaß haben werden mit einem super interessanten Battle. Und ich bitte euch beide einmal Platz zu nehmen auf euren Stühlen. Hä? Was ist denn jetzt los? Was? Okay, Jungs, dann würde ich sagen, starten wir rein mit der ersten Punktvergabe. Den ersten Punkt wird es für eine theoretische Frage geben. Wie viele Varo 2 Teams kannst du in 1 Minute nennen? Stehe ich auf Anfang. Na, 5. Stehe gesagt, das 5. Soll er proven. Warum? Ey, ich rufe so hoch und dann kommt das direkt? Ja. Ich weiß nicht mal, wer mein Varo 2 Partner war. Warte, Bro, was? Ich hab gerade gedacht, Tim oder Tobi, Digga, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ist das peinlich. Also, okay, mach. Okay, Stegi. Deine Minute läuft ab jetzt. Ich bin mir echt nicht sicher, ob es überhaupt Tobi war. Ich glaube, das war. Ich will. Ich habe so Angst jetzt. Tobi und ich, Tim Veni, Issi Halotri, Daddy Revi. Wen nehmen wir noch? 30 Sekunden. Die müssen auch alle richtig sein. Ich sag dir nicht, ob es richtig ist, ne? Also ja, okay. 20 shit. Sekunden. Ich würde sagen, Face und Unge. Boah, aber kein Plan. Willst du noch was sagen? Ich habe okay, Mr. More Any Art. Und noch Zombie GLP. Freddy und Paluten. Nein, den habe ich schon, okay. gesagt. Mit okay, stopp. Der hatte eben schon ein Teammate. Ich habe 2 Teams. 2 Teammates. Er hat doppelt mitgemacht. Any Art, Mr. More Game ist noch richtig. Phasen ist erst in Varo 3 reingekommen. Oh, mit wem hat Unge gemacht, weißt du das? Das war der Raupentumor mit GLP. Soll ich euch... Wer war denn alles richtig? Tobi, ich war richtig. Hallo, Issi war richtig. Team war Freddy... Revi richtig? Ja, das waren die Wichser. Okay, chill. Team Fall Damage warst du mit Tobi. Ja. Hashtag ganz okay war Veni Tim. Anymore war Any Art More Game schon in Varo 2. Ich sage ehrlich, ich habe sogar, was ich jetzt gemacht habe, war einfach durchgegangen, wen wir gekillt haben, glaube ich. Und das war so etwa unsere Killlist in etwa. Alright, dann geht der erste Punkt an Stegi. Gratulation auf jeden Fall dazu. Und ich würde dann für die nächste Punktevergabe gehen wir auf den anderen Server. Und wir machen eine praktische Übung. Es wird hier eine Aufgabe geben, und zwar es war gerade Stegi dran, jetzt werde ich Heiko fragen. Und zwar, es geht darum, dort unten aus 10 Boot-MLGs, wie viele hittest du, Heiko Carscrafter? Alter, das ist geil. Das ist echt frech, das ist cool, aber... Von 10. Du kannst jetzt nur klein anfangen. Also ja, eben. Also ihr könnt euch ja weiter steigern. Du kannst ja, okay, ja, dann sage ich 2. Dann sage ich direkt 4. Ich gehe auf 5. Na, dann sollst du es machen. Ah, scheiße. Alright. Bist du dir sicher? Ja. Ich müsste 6 machen, 6 ist zu viel. Heiko, dein erster Boot-MLG. Du kannst jederzeit beginnen. 5 okay. von 10 mindestens hitten. Machen wir. Der war nicht. Heiko, jetzt geht's los. It's your time to shine. Okay. Du kannst jederzeit. Der war nicht so gut. Alles noch drin. Der erste. Okay. Und die Energie Nummer mit 1. Dann kommt jetzt Sprung Nummer 5. Okay. Oh, mit Absprung. Oh. Ah. Das fühlt sich gar nicht gut an. Okay, jetzt muss ich jeden hitten, ne? Jetzt muss jeder gehittet werden. Dann hitten wir jetzt jeden. Auf geht's, Heiko. Mach's spannend. Scheiße, ich kann so verstehen, dass ich das scheiße hab. Mann! Bro, ich bin einfach so glücklich, dass ich nichts machen musste. Ey, mach du auch mal ein paar Stege? Ja, warte. Stege, komm, jetzt muss auch Stege auch einmal mal einmachen. Oh, scheiße.
Damit steht es 2-0 für Stegi. Gratulation, super stark gemacht. Aber wir haben ja noch ein paar Sachen in petto. Wir machen weiter mit der nächsten Action-Aufgabe, würde ich sagen. So, ganz wichtig. Bleibt am besten hier oben auf den Bäumen stehen. Ich möchte nicht, dass ihr zu viel hier rumlauft. Ihr seid am Anfang, ihr habt kein Equipment. Und meine Frage ist jetzt an Stegi wieder. Wie viele Diamanten schaffst du in 7 Minuten zu farmen? Von hier aus beginnend. Ich würde erstmal mit 0 anfangen. Das kannst du nicht, sondern also du musst schon eine Leistung erbringen. Okay, dann sage ich 1. Ein Diamant ist geboten, Heiko. Was sagst du? Ja, Mann, wenn ich jetzt 2 sage und du sagst, proven ist halt wack. Ich weiß es noch nicht. Also, das ist ja der Sinn dahinter. Ich sag 2. Heiko erhöht auf 2. Was sagt Stegi? Heiko hat jetzt gesagt 2. Ne? Ich müsste dann 3 sagen. Und 4 würde Heiko eh nicht sagen. Sonst müsste ich geproved werden, glaube ich. Ja, Heiko, mach du. Soll ich proven? Ja, na klar, Digga. Okay. Scheiße. Ihr habt es gehört. Heiko muss mal wieder an den Praxistest. Du sagst mir, wenn du bereit bist und dann, sobald der Timer läuft, kannst du loslegen und hast deine 7 Minuten Zeit, um 2 Diamanten zu holen. Ich bin ready. Alright, Heiko, deine Zeit läuft ab jetzt! Okay! Auf geht es! Ey, ich habe ein bisschen Angst, ne? Was hast du einen Plan? Es gibt 2 Möglichkeiten, die ich in meinem Kopf durchgespielt habe. Die eine, Shipwreck, ist aber ein bisschen Quatsch, ist, glaube ich, zu sehr luck-based. Okay. Deswegen laufe ich Richtung Süden, in der Hoffnung, da eine relativ tiefe Höhle zu finden. Vielleicht sogar irgendwas, direkt irgendwas Wasserhöhlenmäßiges. Das wäre natürlich ein Träumchen. Mhm. Und ja, dann wird da gefarmt, ne? Es ist definitiv machbar. Und ich glaube, wenn es jemand auch schaffen kann, dann du auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, dass ihr noch ein bisschen höher geht, muss ich sagen. Ich sag dir ehrlich, mit 4 hätte ich mich sogar auch noch. Ich glaube, wenn ich 2 sage, dann ist 4 auch drin. Ja, das glaube ich auch. Das hätte ich aber auch gedacht. Also ich glaube aber, dass selbst 2 schwierig ist. Ja, du hast gar, also du hast dich ja auch wieder nicht getraut hier, Mr. Stegi. Nee, weil also, ich aber halt mich nicht überschätze, weißt du? Heiko traue ich es auch zu. Mir hätte ich es nicht zugetraut. Aber guck mal, hier ist Ocean. Vielleicht gehe ich ja doch für Shipwreck, wenn das die andere Taktik jetzt ist. Wenn sich das anbietet, ich will ja keine weiteren taktischen Calls geben, aber ich habe schon mal ein paar Diamanten. Ich würde jetzt vielleicht eher nach hier unten schauen. Wenn der jetzt hier ein bisschen... Oh, und wieder gönnt! Und wieder gönnt! Und ich sehe schon Diamanten! Jawohl! Oh Gott, was? Oh, scheiße. Heiko, wie fühlst du dich? Sehr gut, aber immer noch ein bisschen nervös. Wir haben nichts in der Tasche, ne? Es kann ja auch nur einer sein. Aber trotzdem... Ah, ich sehe den zweiten schon. Ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich sehr gut. Sehr gut fühle ich mich. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass Stegi ab 2 Minuten dich töten darf. Aber er muss sich auch equippen vorher. Stegi, du kannst jetzt noch einsteigen. Wenn du 4 Diamanten schaffst, dann hast du gewonnen. Oh, nee. Der erste Diamant wurde geholt von Heiko Carscrafter. Ja, würde den zweiten auch noch schaffen in 3 Minuten. Er hat es geschafft. Aber echt, diese Cave ist echt gut. Also da merkt man erstmal, wie schnell das gehen kann mit Diamanten. Ja, ja. Wir können erstmal festhalten, dass Heiko damit den Anschlusspunkt geholt hat. Und es steht 2-1. Und Heiko hat alle geproved. Die nächste Aufgabe, ich würde euch jetzt bitten, ihr könnt euch umgucken, aber bitte nicht mehr bewegen. So, dann ist die nächste Frage an Heiko. Wie viele unterschiedliche Lebewesen kannst du in 5 Minuten von hier aus startend töten? 4. Stegi, erhöhst du oder möchtest du, dass Heiko das macht? Na klar, 5. 6. Na klar, 7, hä? Okay, 7. Das muss er proven jetzt. Das soll er mir zeigen. Ist Stegi, du hast 5 Minuten Zeit, 7 verschiedene Kreaturen zu töten. Deine Zeit läuft ab jetzt. Oh, guck mal, da hinten sind ja schon mal ein paar Tiere. Okay, das klappt. Ich glaube, das wird wunderbar werden. Den Babyschafe. Babyschafe ist was anderes als ein ausgewachsenes Schaf. Nein, das ist ein Schaf. Doch, das ist ein Schaf. 2. Schweine und Schafe sind erledigt. Hey, und die verschiedenen Farben? Stegi, also, das ist ein Schaf. Im Training. Hühnchen 3. Kuh 4. Bier. Das auch mit Pferd. Pferd 5. Muss ich. Also du hast schon mal 5 Monster, 5 Kreaturen innerhalb von einer Minute geschafft. Das ist schon ganz gut. Heiko, was sagst du dazu? Das ist sehr gut, ja. Oh, Biene! Alter, mit der habe ich gar nicht gerechnet. An Biene hätte ich auch gar nicht gedacht. True. Aber die musst du erstmal bekommen. Ja, die muss ich erstmal bekommen. Nein! Hau ab! Bzz, bzz. Ja! Hey, komm runter! Hör. Hey! Hau ab! Komm her jetzt! Greif mich an! Okay. 6 Kreaturen? Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt... Also ich komme hier nicht mal runter, glaube ich. Meinst du, man stirbt an Fallschaden? Oh Gott! Jo, okay, ich 2 Blöcke nur, Digga. Digga! Wie viel Herzen hast du? 2,5! Was? Die Fledermaus. Nee, die ist mir zu klipplich. Komm, die Fledermaus. Er...
Er hat es geschafft! Alter. 7 verschiedene Kreaturen. Er hat sogar 9 Stück geschafft. Rampage. Sehr stark. Ich hatte so Angst beim Runterspringen gerade, ne? Das ist eigentlich krass. Aber solid gemacht. Stegi holt damit den 3. Punkt. Und der Spielstand ändert sich auf 3:1. Okay, Jungs. Nachdem wir jetzt wieder hier im Studio sind, könnt ihr euch ja auch denken, es geht um die nächste theoretische Frage. Und zwar werde ich jetzt Stegi fragen. Als allererstes, wir machen die Zeit auf 2 Minuten. Und zwar geht es darum, ich möchte von dir wissen, wie viele Kreaturen aus Minecraft kannst du mir nennen, welche 4 Beine haben? Würde ich sagen 6. Heiko, was machst du? Ich sag 7. Heiko, 7. Was sagt Stegi? 8. Stegi auf 8. Was sagt Heiko? Ja, nee, das soll er proven. Können wir schnell anfangen? Ja. Oh Gott. Deine 2 Minuten laufen ab. Jetzt! Frosch, auf jeden Fall, diskutieren wir nicht drüber. Also Maultier, Esel, Pferd, Schildkröte, Kuh, Schaf, Schwein, Wolf, Fuchs, Ja, also das reicht definitiv. Also, boah! Ja, ich habe ganz schnell überlegt, okay, ganz schnell überlegen. Also, dann ist mir Frosch eingefallen, dann wusste ich, okay, das ist schon mal +1. Der ist schwierig, spontan einzufallen, glaube ich. Und dann ist mir jetzt eingefallen, Maultier, Pferd, Esel. Ja, das ist ein 3. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass ihr halt wesentlich höher noch geht. Ja, aber jetzt würde ich es auch denken, aber du sitzt hier und du hast schon, du denkst immer nach, dir fallen, auf einmal fallen dir nur Sachen ein, die 2, du denkst an Strider und sowas, du denkst so, Strider. Ich habe auch, ich habe so viele Sachen in meinem Kopf gehabt, die nur 2 haben. Eben, dir fallen nur Sachen ein, die 2 haben, du denkst so, du zählst auch Creeper, hat er so 4? Ah, ich weiß nicht. Fühle, damit geht Stegi hoch auf 4:1. Das ist dann schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr solid von Stegi. So, Jungs, ihr könnt euch hier einmal umgucken. Ihr kennt das Ganze. Das hier ist das End. Meine Frage ist, wie viele Pfeile wirst du brauchen, um alle diese Türme verschwinden zu lassen? Also alle Kristalle. Und ihr müsst euch jetzt anfangen zu unterbieten. Ja, dann fange ich einfach mal hoch mit einem Stack an. 64 Pfeile von Heiko. Dann sage ich saftiger halber Stack. 32 von Stegi. Was macht Heiko? Du bist direkt auf 32. Ja, weil ich dir Druck machen will. Dann sage ich 31. Was sagt Stegi? Dann sage ich 27. 25. 25. Was sagt ihr generell zu den Türmen? Da hatten wir schon schwierigere Ends. Ne? Ja, viele. Ja. Hatten wir schon viel schwierigere. Deswegen würde ich sagen 22. 22 von Stegi. Was sagt Heiko Carscrafter? Ich sag 21. Heiko geht auf 21. Was macht Stegi? Na, 20. 20 von Stegi. Heiko, gehst du auf 19 oder weniger? Meine Schmerzgrenze war eigentlich 20. Was heißt das? Nee, ich bleib dabei. Dann proof. Stegi, du bekommst halt einen Bogen und genau 20 Pfeile und du kannst jederzeit beginnen. Habe ich nicht getroffen? Du hast wirklich nicht getroffen, aber das ist halt das Knappeste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Oh Gott. 18 Pfeile, erster Turm weg. Beim Kleinsten. Zweiter Turm. Oh. 3 Pfeile. 4. 5 Pfeile. 15 Pfeile. Oh Mann. 14 Pfeile. 13. 13 Pfeile. Aber schon auch ordentlich welche geschafft. 12 Pfeile. Boah, eingespart. 11 Pfeile, der war stark. Es stehen noch 4 Türme. 11 Pfeile. 10 Pfeile für die restlichen 3. Aber die sind auch die höchsten. 9 Pfeile. Oh! Okay, ich hätte selbst nicht gedacht, dass wir. Ja, du musst mir vorstellen, welche ich am Anfang, bei welchen ich mir das richtig schwimme. Also, du bist jetzt drin, du bist warm. 8 Pfeile. 7 Pfeile. 6 Pfeile. 5 Pfeile. 4 Pfeile. 4 Pfeile für den letzten. 3 Pfeile. 2 Pfeile. 1 Pfeil. Der Winkel ist vielleicht falsch. Der letzte Pfeil. Und der ist geschossen.
Heiko holt seinen zweiten Punkt! GG! War die knapp? Der Winkel war schlecht, ne? Ja, ich glaube... Die ersten beiden waren ein Millimeter weiter hoch und die hätten getroffen. Ja. Damit steht es 4-2. Heiko holt seinen zweiten Punkt. Die nächste theoretische Aufgabe. Stegi, die Frage an dich. Wie viele Villager-Berufe kannst du mir in einer Minute nennen? 5. Nee, also ich sag 7. 7. Sagt Heiko. Was sagt Stegi? 8. Stegi sagt 8. Was sagt Heiko? Ja, ich sag 9. Stegi, gehst du zweistellig oder soll Heiko beweisen? Hören. Heiko, deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go! Cleric, Mason, Farmer, Leatherworker, Shepherd, Kartograf, Librarian, Butcher, Weaponsmith, Toolsmith, Nitwit. Was war das letzte? Das reicht. Ja, Nitwit, habe ich gesagt. Sorry. Das reicht definitiv. Das waren mehr als 10. Heiko hat damit den nächsten Punkt geholt und abgeliefert in einer halben Minute. Scheiße. Wie viel hat es insgesamt gegeben? 13. Aber sehr, sehr solid. Sehr nicht solid. Schlecht. 4-3. Es wird interessant. Und ich sag euch ehrlich, wenn wir gerade schon so gut sitzen, wir können auch direkt die nächste theoretische Aufgabe machen. Und wir hatten das Thema ja schon sowieso. Und ich glaube, es ist ganz schön, in der Nostalgie ein bisschen herumzuwühlen. Und zwar geht meine Frage jetzt wieder an Heiko. Wie viele Varo 4 einzelne Teilnehmer könntest du mir nennen? Boah. Alter. Eine Minute würde ich dir geben. Boah, das ist sehr heavy, Alter. Ich fange einfach mal mit 10 an. Heiko sagt 10, was sagt Stegi? 15. Dann sage ich 16. Dann sage ich 20. Oh, Stegi geht auf 20 in einer Minute. Okay, 21. 21 von Heiko. Oh mein Gott. Boah, Mann. 22 geboten von Stegi. Ja doch, komm, das soll er zeigen. Varo ist sein Metier. Oh, Digga, ich weiß nicht, warum mein Metier ist. Doch. Also, 22 wird Stegi gleich versuchen. Ich sag jetzt schon mal von vornherein, Stegi, sag einfach die Minute so viele wie möglich. Nicht, dass du jetzt 22 irgendwie versuchst mitzuzählen und da stimmt einer nicht oder so. Dass du, ne, dass du einfach so viel sagst wie möglich. Ich hab grad, ich bin so aufgeregt. Ich fühle mich wie in der Schule von der Klassenarbeit. Ich kann, also, mir geht's richtig schlecht gerade. Mir geht's richtig schlecht. Wie fühlst du dich, Heiko? Ich habe gerade selber so überlegt. Du hast halt keine Zeit nachzudenken. Eigentlich muss jeder Name nach jedem Namen kommen. Ich habe eine Hoffnung und ich weiß nicht, ob es klappt. Okay, Stegi, ich zähle dich an. Deine Zeit läuft, deine Minute läuft in 3, 2, 1, go! Stegi, Tim, Heiko, Debitor, Basti, Beni, Tatsch und Max, Herr Bergmann, Paluten, Sturmwaffel, Revinzeit, Unge, Corona HD, glaube ich, heißt er. Gomme HD, Freaks LP, Petrol LP, nicht Nilo, Issi, Alotri, Odinaka Jesus, Paros, Revinzeit, Dombe GLP, Maudado, Delay LP, 2, Pogrusher Krankcrafter. Also, du hast 27 Namen genannt, aber wir müssen nochmal doppelt checken, ob da jetzt ich weiß nicht, ob dabei war. Ich glaube, da waren auf jeden Fall, ich konnte so schnell jetzt nicht doppelt checken, aber du hast den Punkt geholt. Und damit steht es insgesamt 5-3 für Stegi. Sehr, sehr stark. Ja, yeah, Varo ist auf meiner Seite. Minecraft ist auf der Seite von Heiko, Varo ist auf meiner Seite. Wir switchen den Server. Heiko, du bist dran. Wir stehen aktuell bei 5-3 und ihr seht beide dort diesen Pillager-Outpost. Meine Frage an dich ist, was schätzt du mit Equipment dazu holen? Ihr startet bei 0 und das ist der World Spawn. Ihr dürftet sterben. Wie viele Pillager wirst du in 5 Minuten töten können? Boah, 20. 20 Stück von Heiko in 5 Minuten. 21. Erhöht 25. Heiko. Mach. 25 von Heiko und er soll es proven. Heiko, deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go! 5 Minuten für mindestens 25 Pillager. Also ich habe mir so einen Plan ausgemalt ein bisschen, ne? Mein Plan sieht eigentlich vor, mir Steinekipp zu holen, vielleicht eine Axt, mit ein bisschen Glück da oben Eisen zu finden. Aha. Wenn ich Eisen da oben finde, dann würde ich mir einen Eimer machen und ein Lava-Bucket mitnehmen. Wenn nicht, dann würde ich meinen Spawnpoint da setzen, weil da auf jeden Fall Wolle spawnt. Und dann einfach Yoloma oder Dolo die wegmoschen, einen nach dem anderen. Das klingt nach einem Plan. Aber die erste Minute ist auch schon vergangen. Ja. Und um dich so zu bringen, es wäre nicht mal Wolle da gewesen. Also hast Glück, dass da Schafe gespawnt sind. Eigentlich schon, ja. So, der erste. Nummer 2. 3. 4. 5. 6. Boah, wie viele da kommen. Da waren echt sehr viele gerade.
20. 21. 22. 23. Und 25. Oh, okay. Man kann auf jeden Fall festhalten. Punkt für Heiko. 5-4. Jo. Sehr, sehr, sehr strong. Wir machen direkt mal weiter mit ein bisschen Praxis. Die Aufgabe an euch, beziehungsweise meine Frage an Stegi. Wie viele unterschiedliche Blöcke kannst du in 2 Minuten farmen? Nur volle Blöcke. Keine Treppen, keine Slabs und auch keine Blumen. Es muss ein vollständiger, massiver Block. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Na, ich sag 13. Würde ich sogar einfach mal sagen, 14, hat er gesagt. 16. 16. Oh Gott, okay, krass. Da habt ihr euch was vorgenommen. Ja, 19. Ja, ich sag mal, glaube ich, dass du 19 in 2 Minuten einfach nicht hinbekommst, leider. Heiko, ich drücke dir die Daumen und dann geht deine Zeit los in 3, 2, 1, go! Oh. 19 Blöcke gibt es zu schlagen. Ob das so der richtige Call war, das ist natürlich die Frage, ne? Das ist der erste. Ich hoffe, es folgen noch viele weitere. Und ich muss die Blöcke am Ende im Inf haben, meintest du? Genau, ne? Du musst die Blöcke am Ende im Inf haben. Ich würde sagen, ein Screenshot von deinem Inventar ist entscheidend. Okay. Digi, was sagst du hier zur Region? Ist es gut, um verschiedene Blöcke zu farmen? Ja, ja, 3 verschiedene Baumarten. Das war stark. Das war also das, weswegen wir so hochgegangen sind, glaube ich. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert, ey. Verdammt! 2 Minuten sind verdammt kurz. 2 Minuten sind richtig wenig. Kurz. Ich fand auch, ihr seid sehr hochgegangen, aber noch ist nichts vorbei. Oh, nein! Fehler gemacht. 10 Sekunden für Heiko. Boah, Alter, das ist so unglaublich kurz, ne? 3, 2, 1. Stopp, stehen bleiben! Oh nein, ey. Ja, wir haben Oak Log, wir haben Spruce Wood, Spruce, also wir haben, und ich muss ja nicht alles einzeln, du hast nur den Oak Wood hast du doppelt, ne? Achso, Oak Wood hatte ich doppelt, ja, das genau. Habe ich wieder, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke. Zwar sehr stark, aber nicht ausreichend. Und damit gibt es den nächsten Punkt für Stegi. Und damit steht es 6-4. Die nächste Aufgabe ist, Heiko, wie viele Minecraft-Effekte kannst du mir denn in 1 Minute sagen? Gott, Digga. Ich fange einfach mal mit 5 an. Das sage ich. 7. 8. Dann würde ich halt sagen 10. 12. 12 von Heiko. Dann sage ich 13. Komm, ich lass ihn machen. Ach, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 14 hinbekomme. 13, ja, aber 14 weiß ich, bin ich mir nicht sicher. Alright, Stegi, mal sehen, ob du das hinbekommst. Digga. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go! Okay. Bad Omen, Good Omen oder auch wahrscheinlich Power of the Village oder sowas. Hunger einfach. Saturation, I guess. Blindness. Nausea. Betrunkenheitsdingens. Blindness. Jump Boost. Speed. Haste. Mining Fatigue. Resistance. Instant Healing. Instant Damage. Regeneration. Fire Protection. Doch Fire Protection, I guess. Night Vision. Poison. Ja, also es reicht auf jeden Fall. What? Also du hast 16 gesagt. Also und alles sind richtig? Hä? Nein. Ich habe aber, das ging vom Tempo, da konnte ich auf jeden Fall schon direkt sagen, ob die falsch sind. Also Power of the Village hätte ich jetzt nicht durchgehen lassen. Das wie ist heißt Hero, das? Hero of the Village. Hero. Damit steht es jetzt 7-4. Ich glaube schon. Stegi hat einen Matchpoint. Die Aufgabe, die ihr jetzt bekommen werdet, ist, wieder starten von diesem Spawn. Ihr habt nur ein einziges Leben. Stegi, wie lange wirst du brauchen, um in den Nether zu kommen? Von dieser Stelle startend. Dann würde ich anfangen mal mit, boah, sagen wir mal 8 Minuten. Heiko, was sagst du? Boah, Bro. 37. 7 Minuten? 7 Minuten war so meine Comfortzone eigentlich. Nee, 6:30 traue ich mich nicht. Dann kann Stegi... Zeig mir deinen 7 Minuten Nether in, Stegi. Dann kann Stegi jetzt alles klar machen, indem er wenn er schafft, dann unter 7 Minuten oder genau bei 7 Minuten in den Nether zu kommen. Es geht darum, dass du das Achievement bekommst. Also daran würde ich es messen. Du hast es in der Hand. 7 Minuten Zeit, um in den Nether zu kommen. 3, 2, 1, go! Stegi, was ist deine Taktik? Hoffen, einfach einen Lavasee zu finden, wirklich. Mehr habe ich eigentlich noch nicht so wirklich vor. Mir nicht erhofft und keine Gedanken mehr dazu gemacht. Wie würdest du reagieren, wenn du jetzt ein Portal vergießt? Oh, das wäre richtig scheiße. Oh mein Gott. Bro, jetzt erst drüber nachgedacht. Ich hätte ich auch gar nicht dran gedacht. So, wir steuern auf die 5 Minuten zu. Stegi hat sich, glaube ich, hier mehr erhofft.
So, das erste Eisen wird geholt. Circa bei der Hälfte der Zeit. Ja, ist ganz, ganz, ganz schwach. Deine letzte Minute läuft. Oh, komm, ey. Oh Gott, 37. Oh Gott, ist das traurig. Ist das ein Trauerspiel hier unten? Die letzten 10 Sekunden. Vier Sekunden. Zwei. Eins. Oh, ist das bitter. Tut mir so leid, aber... Ja, das ist ein Punkt für Heiko. Und damit steht es 7-5. Aber weiterhin die Chance für Stegi, das ganze Ding nach Hause zu holen. Ich würde sagen, ich mache mit euch direkt weiter mit was Actionreichen. Also Jungs, ihr bleibt ganz genau hier stehen. Wenn ihr, by the way, mal eure Koordinaten aufmacht, dann fällt euch eine Sache auf. Was genau? Wir sind genau bei 3000 und 2000. Mhm. Meine Frage, weil es jetzt aktuell 7-5 steht, ist jetzt meine Frage an Heiko. Wie lange wirst du brauchen, deine Koordinaten auf 3000, 3000 zu bringen? Also sprich, 1000 Blöcke auf der Z-Koordinate zu laufen. Ihr werdet euch gegenseitig unterbieten. Dann sage ich 5 Minuten zum Beginn. Heiko sagt 5 Minuten. Was sagt Stegi? Dann gehe ich mal auf 2 Minuten 30. 2 Minuten 30 von Stegi. Nee, das soll er machen. Stegi soll in 2 Minuten 30 1000 Blöcke laufen. War das ganz dumm? Das werden wir jetzt herausfinden. In 3, 2, 1, go! 2,5 Minuten. Okay. Okay, ja, Digga. Bro! Okay, ja, komm! Okay! Digga, Digga, come on! Wie du aber straight reingesprungen bist. Aber alles Digga. Noch drin. Das ist jetzt ein kleiner Fehl. Ich weiß, wer ist drin. Jetzt ist komplett, Digga. Kleiner Fehl statt. Ich bin in die Richtung, by the way. Ja, ich weiß, aber ich war ja nicht raus, Digga. So, Stegi hat es geschafft, in den ersten 30 Sekunden minus 15 Blöcke gelaufen zu sein. So, anderthalb Minuten. Ist es denn möglich oder so? Überhaupt meine Zahl? Das werden wir jetzt herausfinden. Also mal gucken. Du hast jetzt die ersten 100 Blöcke geschafft. Yeah. 350? Ja, aber ein bisschen knapp war das jetzt, ne? Guck mal, Hälfte habe ich nur geschafft. Du musstest nie 1000 Blöcke zum Feast traveln. Aber 700, glaube ich, oder? Also wenn du komplett Border war 500, hast? 500 und du musstest immer zum Spawn. Stopp! Du hast ganz genau die Hälfte geschafft. Du bist bei 2500 auf der Z-Koordinate. Ja, das war sportlich mit 2,5 Minuten. Das war sehr, sehr sportlich. Optimistisch. Und dann kommen wir zum nächsten. Es steht 7-6. Damit wird Stegi gleich eine Anzahl nennen müssen. Und zwar, ihr habt euch bestimmt schon gefragt, wo bleiben sie? Und zwar meine Frage ist, in 10 Minuten, Stegi, wie viele Achievements wirst du schaffen? Mein Plan 7. Stegi sagt 7. Ich sag einfach mal 8. 9. 10. Okay, oh, jawoll! Heiko soll machen. Stegi, du erhöhst nicht auf 11. Nein. Ich hatte schon wieder keine Lust gehabt, die 9 machen zu müssen, zusammen zu kratzen. Aber ich glaube, es ist schon möglich. Alright, es geht los in 3, 2, 1, go! 10 yes. Minuten für 10 Achievements. Okay, willst du schon mal wissen, was ich vorhab? Erzähle mal. Ich würde gerne den Pillager Outpost mir dort Voluntary Exile, Good Old Betsy holen, vielleicht ein bisschen Eisen finden, vielleicht ein Shield, vielleicht sogar schon ein bisschen was Richtung Bogen oder so. Ich mache mir jetzt natürlich dann gleich mal mein allererstes Advancement über ein bisschen Stony, getting an Upgrade so in die Richtung. Das ist das erste, Stone Age, ein paar Cobblestones. Basic Equip sowieso. Da kommt Nummer 2 mit Getting an Upgrade. Eine Steinspitzhacke. Das sind 2 von 10. Und die Zeit sieht gut aus. Acquire Hardware. Er kann so viel machen mit den Eisengolems. 3 Achievements. Wir haben eine Betsy und einen Faden. Wir können ihn natürlich auch für Monster Hunter töten. Dann sind es jetzt 3. So, was machst du jetzt? Den Golem töten für Eisen. Damit ich mir hoffentlich eine Spitzhacke oder so gleich bauen kann. Darf ich sterben? Nee, darfst du nicht. Oh, what? Dann haben wir was. Nummer 4. Dann haben wir zur Spitzhacke. Dann haben wir Nummer 5 und damit die Hälfte. Und noch mehr als die Hälfte an Zeit für Heiko Carscrafter. Dann habe ich da drüber ein paar Hühner gesehen. Mhm. Die würde ich tatsächlich breeden wollen. Und ich würde mir sehr gerne einen Eimer machen. Ich habe mir 2 Eimer gemacht, das war extrem dumm. Um hier so ein Fischchen ins Eimer einzupacken. Oh, okay. Wenn der möchte, da ist er. Tactical Fishing, 6 Achievements von 10. Ich habe Karotten, ich kann auch einfach die Schweine breeden und den Seed anbauen. So, The Parrots and the Bats, das ist Achievement Nummer 7. Oh Gott. Oh nein. Oh.
Achievement Nummer 8 und noch mehr als die Hälfte. Boah. Oh, wo war denn der Lavasee? Ich habe mir den extra gemerkt. Da ist er. Das könnte sogar noch der Nether in unter 7 Minuten werden. So, Achievement Nummer 9, Hot Stuff. Ein Achievement fehlt noch in 3 Minuten. Sagst du, ja, das ist machbar, Stegi? Ich denke, das ist machbar, ja. Ich denke, das ist leider machbar. Auf ganz vorsichtig machen wir das. Aber ganz sicher. Eieiei, Achievement Nummer 10. We need to go deeper. Damit hat Heiko 10 Achievements geschafft und den Ausgleich auf 7:7. Und damit gibt es ein letztes Game. El Grande Finale. Es steht 7:7. Der nächste Gewinner gewinnt das ganze Teil. Es ist bis jetzt super, super spannend geworden. Für die letzte Aufgabe habe ich nochmal was Interessantes, was sehr, sehr Interessantes. Und zwar geht es auch um ein Achievement. Und ihr werdet euch gegenseitig jetzt unterbieten. Ich werde Heiko jetzt fragen, ab diesem Punkt, in welcher Zeit schaffst du es, einen Wither-Skelett-Kopf zu obtainen? 3 Stunden. 2 Stunden. 2 Stunden von Stegi. Dann sage ich 1:45. Das ist ultra viel Zeit. 1:30. 1:30 von Stegi. Ja, 1:15. 1 Stunde. Nicht vergessen, es geht um einen Kopf. Nicht 3 für einen Wither, einen einzigen Kopf. Ihr dürftet sterben, ihr spawnt hier an der Stelle. Oh, 45. Heiko, deine Antwort darauf. 42. Oder 40. 40 Minuten glatt von Stegi. Nee, das darfst du, das Finale darfst du bestreiten, Stegi. Ach nein. Das will ich sehen, die 40. Das ist deine finale Antwort, Heiko. Sagst du, Stegi soll proven, dass er es in 40 Minuten schafft, einen Wither-Skelett-Kopf zu obtainen? Der so seinen 12 Wither-Skelett, 3 Skelettköpfe-Lack präsentieren hier im Finale. Alright. Dann, Stegi, ist das deine Time to Shine. Wir gehen in den Spec. Oh Gott. Dann, Stegi, geht es für dich los in 3, 2, 1, go! Ey, ich weiß gar nicht, ob das andersweise wieder möglich ist, was ich da gemacht habe. Ich werde jetzt eine Sache sagen, die halt Heiko, glaube ich, triggern wird. Was? Und ich glaube, ich versuche es halt ohne Looting-Buch, ne? Wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Eben, das Ironische daran ist halt, es wird ja noch mehr RNG, ne? Ja, Stegi, erzähl mal ein bisschen, was ist deine Herangehensweise erstmal? Was machst du denn? Ich will ein Dorf finden und mir dann überlegen, nochmal ganz kurz in mich gehen. Also, nehme ich Looting, ja oder nein, weißt du? Boah, das wäre natürlich, was ist hier los? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe direkt rein. Direkt rein. Sterben darfst du ja natürlich auch. Also von daher ist es nicht verkehrt, Risiko einzugehen. Okay, dann heißt es jetzt halt fast Festung. Tja, der Nether in unter 7 Minuten. Stark. Die Festung? Ja, die ersten 10 Minuten sind rum, Stegi. War ich doch. Ich check die Festung echt noch. Ach, endlich sehe ich sie. Oh Gott. Mit ein bisschen Verspätung, aber das kann ich bestätigen. Da ist eine Festung. Auf geht's. Das erste Wither Skelett für Stegi. Imagine. Ja. Alter, Junge. Nummer 2. Knochen. Ach, Mann. Heiko schwitzt aber wirklich bei jedem Einzelnen, ne? So, Stegi, gleich die Hälfte der Zeit. Deine aktuelle Einschätzung zur Situation? Ja, ein bisschen ungewiss, weil ich nicht genau checke, wo diese Festungsbeine dort, weißt du, die mich so interessieren mich. Die sind aber denk, was das ist? Wie dünn die einfach sind. Ja, aber so eine Stelze. Ja, genau deswegen. Brücken. Endlich Brücken. Danach hast du gesucht? Ja. Im liebsten Fall sogar noch also über dem Lavasee halt. Nummer 4. Nummer 7. Knochen. Aber 17 Minuten ist eine wirklich lange Zeit, ne? Also 17 Minuten, da kann doch so viel passieren. Und es ist ja, wie gesagt, der eine, also ein einziger kann halt entscheiden. Ein einziger kann entscheiden. Was würdest du denken, wie viele Wither-Skelette musst du maximal töten, damit du den bekommst? 100 Stück. Oh. Airdrop. Knochen. Das war richtig dumm. Kickt denn jetzt die Wirkung ein der einstelligen Minuten? Ne, nicht nur das, sondern halt auch Essen, Kombination mit Leben. Der Drop. Kannst du immer wieder sagen, das bringt nichts, habe ich gemerkt, oder? Naja, doch, irgendwann wird es ja wohl vielleicht klappen. Dann hast du den Clip mit Prediction. Oh mein Gott. Ich hab's gedacht. Mit diesem Dreier-Drop, man war eben wirklich jeder gerade. Komm. Ich sehe es von dem Winkel, jetzt sehe ich nicht mehr, was ist. Er ist es nicht. Aber so langsam kommen die letzten 5 Minuten. Ich glaube, bei euch beiden geht der Puls weiter hoch, ne? Ja, ich will einfach nur, ich will jetzt viele zumindest sehen, weißt du? Ja. Wenn die alle nicht droppen, ist ja gar nicht so schlimm. Aber ich will sie zumindest sehen. Bitte, irgendwas. Na dann. Oh mein Gott.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wär's gewesen, Alter. Da, also wenn der jetzt... Ich hab noch was gehört. Dann solltest du dich langsam beeilen. Die letzte Minute tickt. Oh, wo hab ich denn gehört? Er ist das. 30 Sekunden. Alter, wär das also... Oh Mann! Oh mein Gott! Das Miracle! 25 Sekunden. Gibt es noch einen Final Kill? Gibt es noch einen Final Wither Skelett oder gewinnt Heiko? Weil Stegi es nicht geschafft hat, in 40 Minuten einen Wither Skelett Kopf hier zu bekommen. 10. Oh. 8. Nein! 7, nein! 6. Gott. 5. 4. 3. Oh. 2. 1. Vorbei. Oh. Stegi hat es nicht geschafft. So ärgerlich. Und Heiko hat das Comeback des Jahres gestartet und hat ein 7-4 auf ein 8-7 gedreht. Jungs, ihr habt das beide unfassbar gut gemacht. Also wirklich, wirklich. Als 17 habe ich gekillt.